Stimmt, Schnaps, meine Freunde, herzlich willkommen auf dem Buddy Team Channel. Heute, wie ihr schon am Titel erkennt, habe ich ein besonderes Video für euch am Start. Und heute werde ich euch einen Schuh zeigen, welcher in 6 bis 1 Jahr rauskommt, also mindestens 6 Monate bis zu einem Zeitraum bis zum 1 Jahr. Das ist ein Schuh in der Kollaboration mit Travis Scott, aber bevor ich damit anfange, würde ich noch 1-2 Sachen davor gerne euch erklären und natürlich 1-2 Artikel von Buddy Team vorstellen. So, meine Freunde, ich würde gerne euch einfach nur kurz erwähnen, dass der Air Force in der Kollaboration mit Off-White in 4 neuen verschiedenen Größen jetzt bei uns verfügbar ist, wie auf der anderen Seite natürlich den Manta, meiner Meinung nach einer der freshesten Schuhe in der ganzen Kollektion, die bis jetzt rauskam. Kann man cool kombinieren. Ich habe die zum Beispiel mit einer schwarzen Jeans kombiniert und so ein graues Burberry Supreme Box Logo aus dem Jahr 1997, glaube ich. Vielleicht habe ich da was Falsches gesagt, aber ihr könnt mich gerne korrigieren, werde ich euch nicht böse nehmen. Und natürlich ein Must-Have für den Sommer, wie ich das immer sage, für jeden Sneaker-Fan, ein Adidas Yeezy 350 V2 Cream, haben wir in 9 Größen online und natürlich auch in-store erhältlich. Einmal gerne die Links in der Beschreibung abchecken, falls euch nichts gefällt, einfach www.valiteam.com besuchen. Da findet ihr natürlich die ganze Auswahl, die wir online haben, natürlich nicht nur Schuhe, sondern auch Textilien. Aus diesem Grund einmal in die Link in die Beschreibung gehen und unsere Website abchecken und natürlich was bestellen, ihr wisst Bescheid. Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich euch für euch einen Schuh, der einen ungefähren Wert von 2500 Euro bis 3000 Euro hat, sogar in manchen Größen viel mehr. Aber bevor ich damit anfange, würde ich euch natürlich 1-2 Sachen gerne vorstellen. Erste Sache wäre womit die Kollaboration eigentlich angefangen hat, habe ich diesen Schuh gar nicht hier. Das ist der Air Force in der Kollaboration mit Travis. Das ist der weiße, kam 2017, gegen Ende 2017 raus. Meiner Meinung nach ein sehr fresher Schuh. Darauf folgte der Baby Blue, wie ich den nenne, Air Jordan 4. Meiner Meinung nach sehr fresher Schuh, welchen man sehr cool kombinieren kann. Eventuell bald ein Fitpick damit zu meinem neuen Auto, aber dazu werde ich auch, glaube ich, ein extra Video machen. Wie ich bereits erwähnt habe, sieht man direkt, dass Travis sehr viel Arbeit in die Kollaboration mit Nike steckt. Viele seiner Pieces gehen direkt sold out und haben guten Resellwert. Bei dem Jordan oder bei dem Air Force davor war es genauso. Darauf folgte der Sale, aber anhand dieses Schuhs wollte ich einfach euch ein bisschen zeigen, wie viel Arbeit eigentlich da reingesteckt wurde. Weil viele denken sich so, okay, ist eigentlich nicht so schwer, so einen Schuh zu designen, aber im Endeffekt versucht man das Rad neu zu erfinden und was Cooles zu machen. Diese Farbe, also vielleicht täusche ich mich da, habe ich davor nie wirklich auf dem Jordan 4er gesehen. Falls ja, schreibt gerne unten in die Beschreibung, dann würden wir auch das ins Buddy Team reinnehmen, weil ich meiner Meinung nach ist das ein fresher Sommerschuh. Hinten auf dem Heel-Tab haben wir Cactus Jack geschrieben mit so einem babyblauen Splashes und natürlich einfach die Kombi mit Schwarz und Weiß ist übelst fresh. Natürlich ist es so ein Samtleder oder wie auch immer man das nennt bei Jordans. Also muss man sehr aufpassen beim Tragen. Auf der Zunge haben wir natürlich Travis Scott geschrieben. Also jeder, der diesen Jordan besitzt, weiß ganz genau, er hat ein qualitativ guten Produkt bekommen. Natürlich könnte man sich streiten und behaupten, okay, die Box ist halt nicht besonders, weil für diesen Modell wurde die Air Jordan 4er Box benutzt. Aber dafür wurde in der Zukunft viel mehr Arbeit reingesteckt. Nachdem der erfolgreiche Release von dem 4er Jordan war, gab es Spekulationen, dass zum Beispiel der in Lila rauskommt, der gerade als Friends and Family Version erhältlich ist, bei zum Beispiel Urban Necessities oder in Olivgrün. Ich kann euch aus meiner Quelle sagen, dass auf jeden Fall noch ein 4er kommen wird. Höchstwahrscheinlich in Lila. Ich freue mich aus diesem Grund sehr drauf. Danach, nach dem erfolgreichen Release und nachdem der Vertrag verlängert wurde, kam der Air Force in der Sale Colorway raus, genau das gleiche wie der White, aber halt ein bisschen so einen cremigen Ton, was ich sehr cool fand. Währenddessen muss man natürlich sagen, dass Travis viel an seinem Merch gearbeitet hat, Astro World. Für viele von euch da draußen wird es ein Begriff sein. Astro World ist mittlerweile sehr bekannt dafür, sehr bunt zu sein, aber natürlich auch schlicht. Zum Beispiel ein Beispiel für die schlichte Version wäre, wo einfach nur auf der Brust Astro World steht und hinten Wish You Were Here, glaube ich. Die werden auch bald erhältlich bei Buddy Team sein, aus diesem Grund könnt ihr euch dafür freuen. Aber natürlich auf der anderen Seite gibt es extravagante Designs, wie zum Beispiel einfach wie bei Miri, einfach full mit verschiedenen Farben.
wofür ich Travis sehr viel Respekt gebe, weil man merkt wirklich, dass er oder seine Crew daran viel arbeitet und Designs cool aussehen und nicht irgendwie so 0815er Musik-Merch mäßig. Danach, in diesem Jahr kam das schöne Stück raus. Alle von euch da draußen haben bestimmt mitbekommen, dass der Air John 1 Travis Scott rauskam. Hinten haben wir natürlich diesen Emoji. Ich hoffe, das fokussiert sich im gleichen Ton wie das Braun. Natürlich in der Lederqualität, die würde ich mal behaupten, so eine 9 von 10 ist. Bisschen besser als die normalen Johns, aber nicht die Shell Backboard Qualität wie alle Sneakerheads damit vergleichen. Natürlich hier eine Versteckmöglichkeit und. Ich werde das nicht reviewen für euch, die Box nicht zeigen, weil es nach tausenden YouTubern, die das gemacht haben, ein bisschen langweilig ist. Aus diesem Grund komme ich zu dem Highlight von diesem Video. Der Highlight von diesem Video ist natürlich dieser Air John 1 Dunk, würde ich mal den nennen, Low oder Air John 1 Low, wie auch immer. Für mich ist das ein sehr sexy Schuh. Viele von euch da draußen haben den Schuh nicht cool gefunden, wo wir eine Abstimmung auf Valiteam gemacht haben, wie wir es normalerweise mit neuen Schuhen, mit neuen Modellen machen, auf unserem Instagram-Account. Für mich war es nicht nachvollziehbar, weil natürlich sieht man den direkten Unterschied, wie der gemacht wurde. Das Braunton ist gleich und sieht wirklich krank aus, aber bei dem Air John 1 haben wir einen schwarzen Swoosh. Und hier haben wir natürlich den weißen. Dann haben wir das Leder, hier weiß, hier schwarz. Und Swoosh, das Nike-Zeichen, die ist auch schwarz. Auf der anderen Seite ist hier das Braun, wo meiner Meinung nach sieht man direkt, dass sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht wurde und der einfach cool aussieht. Auf der Insole haben wir Travis Scott stehen. Ich würde euch den innen sehr gerne zeigen, aber da sind überall diese QR-Codes von Nike zu sehen. Aus diesem Grund darf ich das nicht machen, sonst würde ich meinen Plug bei Nike Headquarter so gesagt verpetzen, mache ich nicht. Die Sohle ist wie bei dem Air Jordan nichts Besonderes. Die Box habe ich zu Hause vergessen und habe mich dazu entschlossen, das Video zu drehen. Sonst würde das Video gar nicht am Sonntag erscheinen, weil ich am Sonntag und Samstag und Freitag in München bin und für euch dann Vlog drehe, welcher für euch Mittwoch erscheint. Und darauf könnt ihr gespannt sein. Vorne auf der Zunge, wie ich das immer nenne, haben wir Nike Air zu finden. Auf dem rechten Paar sehen wir in rot gedrückt das Air John Logo. Natürlich schwarze Schnürsenkel. Dazu gab es auch noch die weißen Schnürsenkel. Mehr Farben habe ich nicht bekommen. Die roten sollten eigentlich auch dabei sein, aber mein Plug hat die nicht rausgeschickt. Was für ein Unehrenmann. Spaß beiseite. Die Sohle ist auch so ein cremiger Farben, da sieht man den Unterschied. Hier ist es wirklich hellweiß und hier so eine cremige Farbe. Hier haben wir auf schwarz Cactus Jack geschrieben, wie auf den 4er John hin. Und natürlich bei dem Air John 1 war das ja in weiß, dass man es fast gar nicht sieht. Hier finde ich das irgendwie viel cooler gemacht als auf den Air John 1. Kommen wir mal zu dem linken Schuh. Innen drin, das kann ich euch zeigen. Halbwegs sieht man den Jumpman auf der Sohle und dahinter noch Cactus Jack geschrieben. Hier ist eigentlich alles das gleiche. Aber hinten haben wir natürlich genau den gleichen Smiley wie bei dem Air Jordan. Hier sieht man schlecht, werde ich euch nicht zeigen. Ihr kennt den gleichen Smiley, aber in Rot, was meiner Meinung nach cool ist. Die Farbenkombination von dem Schuh ist meiner Meinung nach 1+. Ich hätte mir gewünscht, dass der nicht braun wäre, weil es für mich ein super Schuh für den Sommer ist. Sobald dieser Schuh rauskommt, wird natürlich der ein Reset droppen, das ist ja mal klar. Gerade ist, wie gesagt, 6 Monate bis 12 Monate vor Release. Ich kann nicht warten, bis ich den rocken kann. Ich habe den extra Deadstock Icy gelassen, damit ihr ein qualitativ hohes Video bekommt. Viele von euch da draußen sagen, ja, Travis' Schuhe sind braun, bla bla bla, die letzten beiden ist schwer zu kombinieren. Ich würde euch gerne kurz meinen LPU vorstellen und euch direkt zeigen, womit ich das kombinieren werde. Wie ich euch bereits vorgestellt habe, natürlich auch der Air Jordan 1 in der Kollaboration mit Travis, findet ihr unten in der Beschreibung. Aber zu diesem Jordan 1 Low hätte ich das T-Shirt oder werde ich kombinieren. Das T-Shirt, was wir bei Valiteam haben, findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ist ein NAS-Fototier. Viele von euch werden, vermute ich mal, NAS kennen. Und ist natürlich ein bisschen anderer Farbton, aber trotzdem, ich werde es so machen, damit es auf mein Instagram ein File-Picture gibt. Aus diesem Grund einmal
mich abchecken und ein Follow da lassen. Natürlich, meine lieben Freunde, habe ich den Gewinner von dem Supreme Vintage Box Logo nicht vergessen. Hier seht ihr den Gewinner eingeblendet. Er hat 24 Stunden, um uns zu kontaktieren. Falls er das nicht tut, werden wir ein Reroll auf unserem Instagram-Account machen, damit ein neuer Gewinner gewählt wird und es wirklich fair bleibt und Wadi Gang Mitglied das gewinnt. Als nächstes werden wir ein, ich vermute mal, die Gutscheine verlosen, die 1000 € Gutscheine oder den Chicago. Das dürft ihr unter diesem Video schreiben, was hättet ihr mehr Bock zu verlosen, dass wir alle drei Gutscheine im nächsten Video verlosen. Oder natürlich den Air Jordan 1 in der Kollaboration mit Chicago. Das war's ja wohl wirklich komplett. Im Endeffekt macht es keinen Unterschied. Wir verlosen beides, aber ihr dürft aussuchen, was wir als erstes verlosen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst natürlich ein Like da. Wir werden uns spätestens dann wieder am Mittwoch sehen, wenn der München-Vlog fertig ist. Und da werdet ihr dann höchstwahrscheinlich schon mitkriegen, was ich tun müsst, damit nächste Woche Sonntag wir wieder für euch entweder alle Gutscheine verlosen oder den Chicago. Ihr wisst Bescheid. Skiske, schönen Tag euch. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen und ein Like. Adios, amigos.